Hallo Leute, heute ist unser Eröffnungstag. Falsch, nicht unsere Eröffnung, ich nenne es mal Tag der offenen Tür. Also wir haben Karfreitag und ich bin überwältigt, wie viele Menschen hier sind. Micha, oder? Ist krass, oder? 9 Uhr bin ich angefangen und da standen schon die ersten Leute hier und da waren noch gar keine von meinen Jungs hier. Aber wir gehen jetzt mal raus, kommt mit. So, was macht der Marco immer? Schnell So, unser Gebäude kennt ihr ja alles. Hier sind jetzt, wie ihr seht, viele Menschen. Wir gehen einfach mal rum auf den Parkplatz. Wir zeigen mal einfach so, wie viele Autos hier sind, weil ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Also, wir gehen raus. Boah, Micha, cool. Eigentlich steht da, wo der Gelbe steht, meine Gebrauchtwagen. Scheint mein Gebrauchtwagen zu sein. Wir gehen direkt mal hin. Oh, das ist aber nett. Wegen der schöne Kadett. Hallo. Der steht auf meinem Gebrauchtwagenplatz. Ich kann mich daran erinnern, gerade stand hier noch ein schöner BMW. Nur haben wir getauscht gegen den Kadett C Coupé. Geil. Das ist nett von dir. Ja, danke. Soll ich dir den Brief von dem BMW gleich bringen? Kein Problem. Was ist das, Micha? Ach, nochmal. Jetzt bin ich gekommen. Micha, hau einen raus. Jetzt stehen ein paar Leute rum. Was ist das, das Micha? Das ist richtig gemein jetzt gerade. Ja, das ist richtig gemein. Sag mal, was du denkst. Komm, sag bitte, was du denkst. Turbo, nicht Turbolader. Ich weiß es nicht. Genau. So gemein. Aber das ist jetzt wirklich gemein. Das ist ein Vergaser. Das sind Doppelvergaser. Früher haben wir Doppelweber-Vergaser. Das sind 45er? Jawohl. 45er Doppelvergaser. Dann vermute ich 2,4er Motor. Ja, wahrscheinlich. 2,2er? 2 Liter? Mhm. Dann jetzt bist du dran. Manzel, 2,8 Liter. 2,8 Liter auf 4 Zylinder? Was sind das für Kolben? So? 97,50. Wie viel PS drückt das? 200? Knappe, ja. Aber das ist so Tuning, wie ich es früher kennengelernt habe. Also Turbo ist natürlich heute das einfachere Tuning, sagt man immer. Und das hat damals halt wirklich viel Geld gekostet. 2,8 Liter Umbau, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Block schon sehr, sehr teuer ist. Kolben müssen angefertigt werden, da ist wahrscheinlich alles nicht mehr die Serie. Doppelvergaser drauf, offene K&N-Filter. Also Soundsauger, richtiger Sauger, der auch ordentlich schreit, aber im Ganzen richtig schickes Auto. Finde ich sorry, finde ich gut. 1er BMW ist deiner. Herzlichen Glückwunsch. So, für unser leibliches Wohl haben wir auch ein bisschen gesorgt. Der Mike und der Carsten ist fleißig am Bratwurst verkaufen. Sollen wir mal Hallo sagen? Mhm. Hello, I'm speaking Mike. Ne, wie sagst du mal? This is Mike speaking, hello. Der Mike ist und der Carsten ist hier und drehen die Wurst, ne? Unschwer zu erkennen, Golf 2, Fire and Ice. Micha, was ist es? Audi 100? Ja, 200? Nee, Audi 100 ist schon richtig. 5 Zylinder. Auch wunderschönes Auto. Zustandsmäßig, so wie ich das mag, mit ordentlich Patina. Also, hat ordentlich, habe ich gesehen, hier und da schon mal so ein paar Rostkanten. Steht auch ganz gut neben dem Taxi, da können sie sich gegeneinander an Rost ein bisschen anstecken.
Wenn ihr hier dran gehen würdet und würdet das quasi sauber machen, oder wenn wir jetzt hier mit der Hand mal dran rumbröckeln, hätten wir es auf jeden Fall in der Hand. Aber warum kaufst du dir dieses Auto? Ach, das ist eine lange Geschichte von einem Bekannten. Der hat den ewig gefahren, jetzt fährt er ein neueres Auto und hat halt gesagt, weil ich mich immer ein bisschen drum gekümmert habe, hat er gesagt, okay, ich verkaufe ihn dir jetzt zum guten Preis. Viele von euch denken jetzt 200, 300 Euro. Aber dem ist nicht so, ne? Das können wir sagen, ne? Aber warum entscheidest du dich für ein altes Auto und nicht, weil du gibst doch viel Geld aus, du könntest dir was Neueres kaufen. Warum? Hast du einen Grund, warum du ein altes Auto fahren willst? Das Gefühl, wenn du da drin fährst, du trittst aufs Gas, du merkst halt diese Mechanik. Du fährst keinen 1 Liter Turbo mit 150 PS, du fährst halt einen 2,1 Liter mit 136 PS. Und die 136 PS, die kommen an. Und der gibt Gänsehaut, so wie ich will. Das ist geil, ne? Ist geil. Mich interessiert halt die Meinung auch von anderen Leuten, warum ihr alte Autos fahrt. Und das ist das, was ich hören will. Leidenschaft. Micha, jetzt weißt du, was es ist. Komm mit. Micha, was ist das? Doppelvergaser. Hey, mich hat gelernt. Erster Punkt. Kling, kling. Geil. Doppelvergaser auf einen. Boah, ich glaube, früher ist der Kennbuchstabe HH, war 1300er, 60 PS. Hier haben wir kein Polo, wie man denkt, sondern man hat es an den eckigen Scheinwerfern erkannt. Ein Derby. Und dann gleich als breit. Da sehe ich, glaube ich, einen Sportreifen. TB15, Rennreifen. Hast du noch Seriennummer? Nein. Es ist schon eine größere drin. 316 ist jetzt drin. 316 Grad. Das ist schon männlich, auf jeden Fall. 3,32 rein. Wie hoch dreht er? 10. Da haben wir zwar kein Turbo, aber ich sag euch, 10.000 Umdrehungen, das Ding schreit. Bergrennen zum Beispiel, Slalomrennen sind die Autos früher aufgenutzt worden. Das hört sich, Geräuschkulisse, da kommt auch kein Turbo mit. Ganz klar gesprochen, 10.000 Umdrehungen mit dem kleinen Motor, könnt ihr euch vorstellen, das macht Bock. Mit dem HH-Kennbuchstaben habe ich doch recht gehabt, war früher der beste Tuning-Motor. Ne? Ja, 13 Kubik, 60 PS war die Grundbasis. Absolut. Ja, das ist gut, dass ich früher also ein bisschen aufgepasst habe in meiner Jugend. Aber als Derby, normalerweise wird ja immer der Polo genommen, ne? Aber ich wollte was Ausgefallenes und deswegen habe ich mir ein Derby dann geholt. Wie oft fährst du das Auto? Also dieses Jahr ist ja das erste Mal rausgekommen, sagen wir es mal so. Bauzeit, wie lange? 2,5 Jahre. Viel Geld versenkt? Viel zu viel. Aber steckt eine Leidenschaft. Was ist dein Alltagsauto? Diesel und Benziner? Benziner. Ein Hyundai? Opel Astra 1,6 16V Schrott Lümmel, sagen wir es mal so. Aber dir ist es doch egal, was für ein Auto. Du fährst ein VW, fährst aber auch gleichzeitig ein Opel. Das ist ja genauso wie ich sehe, weil Autos sind Autos. Richtig. Warum fährst du ihn? Weil er wahrscheinlich sparsam ist. Nicht im Stich gelassen richtig, hat. Richtig, der geht nicht kaputt. Außer die Schaltkulisse, die hält das nicht aus. Weil wenn man den fährt, muss man immer schön die Gänge reinziehen. Macht man das beim Opel? Ich glaube, ich kenne das ganz gut. Also ich weiß, wovon du gerade sprichst. Ja, vier Konsolen hat es schon zerlegt. Okay, das habe ich nicht gedacht. Hi. Ich bin der Fatih aus dem Fünfzylinderland und ich habe da was. Da steht Lancia drauf. Nachdem ich keinen Lancia habe, aber du ja heute Museumseröffnung hast, denke ich, gehört das zu deinem Lancia, ne? Lancia? Yes. Einen schönen Dank. Du hast aber doch auch so einen italienischen Kollegen, der kann das sicher richtig auf Italienisch übersetzen. Ich glaube, Lancia. Lancia. Tschüss, ich lerne, genau, ich lerne immer mein Italienisch. Ich frage Ju immer so viel. Ich sage, hey Ju, du musst mir ein bisschen was erzählen. Aber besten Dank dafür. Audi, 5-Zylinder. Und was? Diesel. Saugdiesel. Den gab es auch als Turbo-Diesel, aber ich glaube, das war sehr selten im Typ 44. Aber auch geile Technik. Hier vorne habt ihr den Zahnriemen. Zahnriemen kennt jeder oder jeder, der sich ein bisschen mit Autos kennt. Hier hinten habt ihr nochmal einen Zahnriemen. Denkt er sich, hä, warum hat er zwei Zahnriemen? Die Dieselpumpe würde früher separat noch quasi über die Nockenwelle, also hier ist ja die Nockenwelle drunter, vorne Nockenwellenrad, hinten Nockenwellenrad, der quasi die Dieselpumpe, die rein, ne, ist keine reinwelle Dieselpumpe, also eine Dieselpumpe antreibt. Das habe ich nicht gecheckt. Macht nichts, ich auch nicht. Aber beide was nicht gecheckt. Geil, sieht man auch sehr selten. Mittlerweile 30 Jahre alt, wie du siehst, H-Kennzeichen. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie sie, ich glaube, es wird Nasenbär genannt. Richtig. Ist richtig. Ja, von meinem Vater. Ist Nasenbär genannt, ne? Genau. Mach das mal auf, damit alle sehen, dass da kein Motor drin ist. Der Motor ist hinten, das ist ein Käfermotor, ne? Nein. Typ 4. Ja, ein Typ 1. Ihr müsst euch vorstellen, wie ihr gerade gesehen habt, Motor ist nicht vorne. Das wusste ich übrigens auch. Motor ist hier hinten drunter. Aber ich dachte, also ist auf jeden Fall ein Boxermotor, ist doch richtig. Aber Typ 4 ist kein Käfermotor, aber er sieht aus wie ein Käfermotor. Jetzt glaube ich, nur mehr Hubraum bedeutet Typ 4, glaube ich, ne? 1,7 Liter. Hat der jetzt 80 PS, Serie, 4 Einspritzdüsen, ist ein Einspritzer. Ist das schon ein Einspritzer? Ja. Werksmäßig? Willst du reingucken? Auf jeden Fall. Du hast so viele schöne Accessoires in deinem Auto, die würde ich dir gerne alle mopsen, ehrlich. Vorne habe ich einen Tester gesehen, hinten sehe ich den alten Karton. Ich liebe diese alten Sachen. Wie alt bist du? 18. Du bist 18? Und du hast, ich merke, aber in dir merke ich, du hast eine Leidenschaft für alte Autos, ne? Auf jeden Fall. Ich fahre aber auch sehr gerne Golf 2 Fire Nice.
Das ist echt ein Einspritzer. 72er und ab 69 gab es den mit der DJ-Tronik. Krass. Also zum Beispiel hätte ich nicht gewusst. Aber wie VW-Boxer-Motor war mir klar. Ich nenne es immer einen Käfermotor, weil ein Boxer, Vierzylinder ist für mich ein Käfermotor. Ich glaube, wenn er 2 Liter hätte, würde ich es auch Käfermotor nennen und jeder würde mich jetzt aufhängen. Wie kommt es, dass du mit deinem jungen Alter so auf Oldtimer stehst? Wieso kein aktuelles Auto? Macht Spaß. Das Fahren, also... Das riecht nach Benzin. Es riecht nach Benzin, der Klang. Übrigens auch in deiner Halle. Wenn ich da reinkomme, bin ich sofort wieder angefixt. Wie gefällt euch so die Halle so als reines... Super. Schon allein die Idee ist geil. Also die Idee ist schon geil und das, was du noch vorhast, irgendwie... Hut ab. Danke. Mach weiter. Wahnsinnig seltene Autos. Ich sag ja, ich weiß schon viel über alte Autos, aber manche Sachen, so wie jetzt, kann ich was dazulernen. Rekord E, das kenne ich noch. So ein Auto habe ich mal als Winterauto benutzt. Heute sehr selten. Sie waren quasi vor Eröffnung, waren sie schon bei mir. Ich war hier, waren einer der ersten Kunden. Und ich sage, wie viele Kilometer seid ihr hergefahren? 300. Und ist total losgelaufen, oder? Wunderbar, ohne Probleme. Ich sag ja, Opel war früher die zuverlässigsten Autos, ganz klar gesprochen. Ist das euer Alltagsauto oder habt ihr noch ein Alltagsauto? Nee, wir haben noch ein Alltagsauto. Was ist euer Alltagsauto? Ja, wir haben mehrere. Wir haben noch ein paar Kadetts und ein paar GSIs, also Astra. Aber alle GSI. Alt? Alle alt, ja. Aber auch die Leidenschaft zum alten Auto, ja, definitiv. Ja, ne? Ihr könnt ja auch alle verkaufen und könnt euch einen neuen Insignia kaufen. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Das ist das, was ich geil finde. Wollen wir nicht. Ja. Wäre ich gerne. Aber das ist ja natürlich blöd, oder? Wenn man ihn verkaufen würde. Micha, was ist das? Was ist das, Micha? Jetzt bin ich gespannt. Audi 200. Respekt, Junge, du lernst. Klar. Audi 100, Audi 200. Woran hast du es jetzt erkannt? Jetzt bin ich neugierig. Frontlippe und an dem Herrn, der da drauf sitzt. Siehst du aus wie ein Audi 200? Nee, bestimmt. Glaube nicht. Aber weißt du, woran es doch erkennen würdest? Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich wirklich recht habe. Ja, doch. Hast recht. Fünfloch. Genau. Fünfloch war immer Audi 200. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er was hat. Oh, er hat sie. Kannst du mal so ein CD-Kisten zeigen? Würdest du das mal machen? Und er hat die Felgen, die ich mir wünschen würde. Gab es die serienmäßig auf dem Auto? Die sind vom Urquattro, ne? Diese Felgen sind nämlich vom Audi Urquattro und das wäre so mein Traum, die nämlich meiner Meinung nach perfekt zu diesem Auto passen. Ich sehe, deiner ist nicht tiefer gelegt und deine Zentralverriegelung geht auch nicht. Gerade jetzt nicht mehr, ne. Ab und zu geht's, ab und zu nicht. Weil die Pumpe hinten davon ist. Und das sind die Pumpe, diese... aber die Pumpe. Das sind... Gab's noch zwei Farben. Die sind die CD-Kissen. Ich kenne sie als Schlummerkissen. Die CD-Kissen gab es ja in dem CD. Ja. Da kam es her, den gibt es ja nicht als CD. Und das waren die Kissen? Ruhekissen sind das, genau. Die gab es aber bei Audi dabei quasi, die liegen immer hinten, auf zwei Stück waren immer dabei. Aber auch Preis, nicht original. Ich weiß, die gab es in drei Farben, glaube ich, in braun, blau und grün, kann das sein? Grün, ja genau, so wie die innen. Guck mal, hier hast du eins in blau. Ja. Das ist auch ein CD. Das ist ein CD, aber da müsste CD drauf kommen. Welche Farbe hat denn meine Innenausstattung vom 200? Ich glaube die, ne? Was hast du denn? Blauen? Ne, einen grünen. Grün müsste grün haben. Ja, ich meine, also gibt es noch ein grünes Kissen. Jeder hat die Ruhekissen. Ich nicht, aber viele. Aber ein Audi 200 ist ja, den hast du den restauriert, ja, ne? Klar, komplett. Na, ich sehe schon, weil der Lack steht ja wie eine Bombe, ne? Deswegen, da unterscheiden wir beide uns jetzt ganz klar. Mein Audi 200 ist Low Budget, fast alles alt und man sieht es auch, wenn man drumherum geht, ist wirklich viel Patina. Der sieht natürlich perfekt aus. Auto macht doch Bock zu fahren, ne? Sehr geil. Sieben Jahre gesucht. Warum Audi 200? Ich hatte früher einen und... Also es verbindet dich mit deiner Frage, also mit früher irgendwas. Früher, genau. Und es ist halt einer der schönsten Audi, finde ich. Mit einer der schönsten. Bin ich 100% bei dir, weil das ist das Größere vom Audi 80, halt die größte Version. Nenne ich es mal von der Optik her, sehen die Limousinen ja irgendwie alle genau. Sehr ähnlich aus. Und ich finde, er sieht dem 100er nicht so ähnlich. Also ich finde, den 80er nur in groß wirkt der irgendwie. Er sieht für mich aus wie ein Audi 80 in groß. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Irgendwo habe ich gerade einen Opel Monza gesehen. Das erinnert mich zum Beispiel an meine Jugend. So, gehen wir mal in Perlmutt-Weißer. Audi 100 Avant, 124er Mercedes. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch die Reihen. Micha, erkennst du auch sofort, was das für ein Auto ist? Audi 100. Audi 100, richtig. Das erkennt Micha auf jeden Fall, was das ist. Eine Ente. Oder ist das ein Käfer oder eine Ente? Das ist ein Problem bei mir. No, jetzt muss man stehen bleiben. Jetzt müssen wir wirklich unter uns sein, das darf auch keiner hören. Hast du mich das ernsthaft gefragt? Wisst ihr, was er mich gefragt hat? Ist das ein Käfer oder eine Ente? Hallo? Was willst du jetzt denken? Ich würde sagen R4. Ha, lustig. Ja, Micha, wie sieht das aus? Sieht das aus wie eine Ente oder eher wie ein Käfer? Käfer. Hast du dir die Frage selber beantwortet? Ist das deiner? Ja. Boah. Ist ja auch gleiche Ausstattung wie deiner war. Oh. Ey, yo! Weil da sind damals 4000 Stück von Mexiko 84 nach Deutschland geschickt worden. Boah, könnt ihr euch an das Video erinnern, wo haben wir den Käfer eingeblendet? Bei ihr in dem permutweißen Audi. Gleiche Farbe, gleiche Sitze. Ja, ich genau. Ich habe nur Schonbezüge drauf, weil das Weiße so schnell schmuddelig wird. Boah, da muss ich mich reinsetzen, auf jeden Fall.
Aber deiner ist auf jeden Fall besser wie ein Zustand wie meiner. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich, den Schlüssel in dieses Schloss zu stecken und wie man aufsteht. Das ist Golf 2, Käfer, Golf 1. Boah, geil. Zusatzinstrumente kicken mich schon hart. Allein Pedalerie wieder aus dem Boden kommt. Wie bei dem Buggy. Ist das dein Alltagsauto? Nein, ne? Sollte es werden, aber ich habe mir dann doch noch einen Lupo gekauft mit 18 und den geschont, weil der Kilometerstand stimmt. Super schönes Auto. Da ist noch eine Tür, die zugeht. Käfer, New Beetle, 124er Coupé, damals einer der schönsten Coupés meiner Meinung nach. War ein super schönes Coupé, Volvo, 5-Zylinder. Geil, allein der Sound, hör mal, ein Audi 100 Diesel. Bei der Bundeswehr hieß das Mercedes Wolf. So ist das ein G-Modell. Aber die Autos gibt es auch noch in aktuell. Sehen noch genauso aus. Finde ich cool von Mercedes, dass sie das so gemacht haben. Riech mal. Das ist Wahnsinn, die Emotionen, die ich hier gerade... Ich kann das wirklich nicht widerspiegeln, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich sehe den Porsche 944 und das Erste, was mir einfällt, ich habe mal gedacht, ich wäre ein Model. Ich bin jetzt mal kurz still. Lacht euch tot. Verbindet mich auf jeden Fall mit dem Auto. Nur meiner war halt rot, wie ihr seht. Da ist auf jeden Fall auch ein dicker Motor drin. Lass uns bei ihm ganz kurz mal eine Flasche abstellen und dann gehen wir zu einem Auto, was sehr, sehr speziell ist. Da möchte ich auch gerne mal hingehen. Wie wird es ausgesprochen? Wie wird es richtig ausgesprochen? Lancia. Habe ich es richtig gemacht, ne? Lancia. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier auf dem Hof. Das älteste Auto. Definitiv das älteste. Guck mal, das ist richtig alt. Eieiei. Das jetzt zu erklären wird äußerst schwierig. Zündkerzen ist klar. Guck mal, das sind sogenannte Zündplättchen. Keine Ahnung, Zündkabel kann man es nicht nennen, weil es ja kein Kabel. Das hier oben ist unser Auspuff, unschwer zu erkennen. Das hier unten ist unser Vergaser. Wie ihr seht, zieht der Vergaser hoch in die Ansaugbrücke. Normalerweise ist der Vergaser immer oben und der Sprit läuft natürlich nach unten. Ich glaube, ich habe irgendwo gerade ein Schild gesehen, 1930. Da, ich sage, ich glaube, ich weiß wirklich schon viel, aber das ist auf jeden Fall eine Technik, die richtig, richtig alt ist. Micha, hast du gelernt? Was ist das? Ente. Hier haben wir natürlich einen Käfer. Das ist auf jeden Fall ein älterer, ein richtig alter Käfer. Früher hat man Käfer immer an den Rückleuchten ganz gut erkennen können. Das sind die kleinen Rückleuchten. Bei dem Mexiko-Käfer gab es die größeren Rückleuchten. Das sind Elefantenfüße, wurden die oft genannt. Und die ganz, ganz alten Käfer, weiß ich auch noch, die haben klar, es gab da noch welche mit kleineren Fenstern. Dann gab es einen 1303, der hat Federbeine. Also jeden Unterschied von einem Käfer will ich nicht oder kann ich gar nicht erklären. Dann weiß ich, gab es kleine Fenster und dann gab es ein Brezelfenster. Das war klein und hatte in der Mitte noch so eine Strebe durch. Das sind dann halt so diese ganz, ganz alten Sachen. Aber wie gesagt, Käfer bin ich nicht so im Thema. Ey, Marco, komm mal her. Weißt du, wer das ist? Ja. Guck mal, warte. Warte. Richtig? aus unserem ersten Video, was du, oder was der Micha für uns geschnitten hat, hast du, glaube ich, die Zigarette geraucht. Und ich glaube, das ist Italiener, richtig? Genau. Und dann seid ihr zu dem Audi-Treffen gekommen und Micha hat seine Kamera einfach mitgenommen, ne? Yes. Das ist krass, dass ich so Micha kennengelernt habe. Micha, hast du das auch schon gesehen? Ich sehe zwei sehr interessante Autos nebeneinander. Dortmund? Ist das deiner? Warum kriege ich das Auto nicht? Weil du nicht richtig hingeguckt hast, als ich ihn dir vor der Tür gestellt habe. Doch, der stand noch bei mir vorm Laden. Ja, richtig. Ja, dann hast du auch ein Buch in... Das Opel-Buch? Krass, oder? Krass. Ich habe das Auto Video, stehen oder? Sehen und das Opel-Buch haben wir in einem Video. Mhm. Ich bin von der S-Bahn-Haltestelle da zur Arbeit gefahren und habe mir gedacht, stellst du den mal vor die Tür, mal gucken, ob er in irgendeinem Video auftaucht. Nee, aber das Buch ist wenigstens aufgetaucht. Aber ich kann dir sagen, das Auto hat uns alle stark beschäftigt, weil ich gesagt habe, das Auto kommt jetzt. Wieso steht hier ein 200er Avant? Micha, hier sind übrigens meine Decker, die ich brauche. Sehr selten. Ja, mittlerweile gibt es sie ja wieder. Als ich die gekauft habe, die Decker gibt es bei Audi Tradition wieder. Zu kaufen? Ja. Genau. Krass, Deckel haben wir. Aber nur 16 Zoll, ne? Ja, ich hab zwei Sätze von den Felgen und keine Deckel. Ja, mittlerweile gibt's sie wieder. Bist du von der Audi Ersatzteilversorgung enttäuscht? Mittlerweile ist sie ja besser. Als ich den gekriegt habe, gab es Audi Tradition noch nicht. Das war eine totale Katastrophe. Ich bin immer noch enttäuscht, aber es ist besser geworden. Also man kriegt einige Sachen. Ne? Hier diese Lippen sind jetzt mittlerweile auch eine Nachfertigung. Die gibt es wieder. Die Lippe hier unten gab es ganz lange nicht. Die ist auch mittlerweile wieder verfügbar.
Also es tut sich einiges, aber von Seiten Audi ist halt schon schwierig. Also klare Ansage an Audi Tradition, macht mehr Ersatzteile für unsere alten Autos, ganz wichtig. Ich glaube, ich kenne das Auto schon aus der Urgeschichte. Das Auto kenne ich von sämtlichen Treffen, ganz, ja, ganz spannend. Ja, also ich habe das Auto schon zigmal gesehen, habe mir auch schon mit dem Anhänger auch schon wirklich oft gesehen. Ich habe aber auch mich noch nie mit beschäftigt. Ich dachte mal, oder ich denke, hier ist immer noch ein kleiner Motor drin, ne? Und weil egal wo du hinfährst auf dem Treffen, die haben alle umgebaute Motoren drin. Aus dem Grund habe ich gesagt, ich lasse Serie und mache den einfach nur schick. Auf jeden Fall. So wie wir unsere Autos teilweise auch haben. Hier sehe ich auf jeden Fall ein schönes Fahrwerk drin. Hier sehe ich ein paar schöne, zeitgemäße BBS-Felgen. Die Innenausstattung komplett Serie. Was auch umgebaut hat, ist, glaube ich, die Tacho-Einheit, die gehört da nicht rein. Ja, die Innenausstattung ist komplett umgebaut. Das Auto war Serie, Sparversion. Billiger wie das Auto im Serienzustand gab es nicht. War das die Berliner Ausstattung? Da ist jetzt die Berliner drin. Ah. Vorher war aber so eine Stoffinnenausstattung drin mit kleinen Türtafeln, kein Drehzahlmesser, keine Uhr, kein Zigarettenanzünder, kein Radio, nix. Aber ich behaupte, man sieht ein D-Kadett weniger wie ein C-Kadett. Ja, auf jeden Fall. C-Kadett ist mehr Buben nach, ne? Ich kann mich daran erinnern, davon habe ich noch ein Video, wie mal einer meiner guten Freunde damals ein D-Kadett SR gehabt hat. Mit dem Radlaufplastik. Ja, genau. Und die gibt es ja heute gar nichts mehr, glaube ich, von. Nee. Jetzt erzähl mal was zu deinem Anhänger. Hast du den selber gebaut? Ja. Den hast du selbst gebaut? Den habe ich selber gebaut bei mir in der Garage. Oh, sehe ich jetzt erst. Krass. Krank, ne? Das war ein D-Kadett-Kombi, gehe ich von aus. Ja. Unschwer zu erkennen, dass es keine Limousine war. Fahrwerkstechnisch ist halt tiefer gelegt, mit kurzen Sportstoßdämpfern drin. Vorne zwei Zugrohrhalter drunter, Zugrohr dran, fertig. Cool. Macht Spaß. Also, aber wie gesagt, das Auto hier kenne ich auf jeden Fall, Michael, ich kenne das schon. Aber ich habe nie den Innenausbau gesehen, aber das Auto habe ich auf jeden Fall schon öfter gesehen. Guck mal, das ist noch ein Scirocco, wie ich ihn kenne. Schwarz. Das ist noch ein Scirocco. Aber daneben steht ein 1er Golf, was mittlerweile auch sehr, sehr, sehr selten ist. Wem gehört der 1er Golf? Dir? Müsst du mal die Haube aufmachen? Bin mal gespannt, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, was ich gehört habe. Hat mein Ohr mich gut erwischt, ja, ne? Der ist nicht zu überhören. Ich wollte es gerade sagen. Weil hier haben wir das Gegenteil von unserem G40. Hier haben wir nämlich den G60. Naja, noch ein bisschen gepimpt sogar, wenn man mal genau hinguckt. Ein G65. Aber in einem 1er Golf gab es den G60 nie serienmäßig, sondern da war ja der größte Motor 112 PS, 1,8er Sauger. Wie lange hast du das Auto schon? Wenn ich mir das Auto angucke, ist das auf jeden Fall komplett restauriert, sehe ich. Also und sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ich habe den Wagen selber etwas über ein Jahr, habe aber vorher genau den gleichen gehabt und davor nochmal zweimal. Also das ist mein vierter 1er, der soll dann auch bitte schön jetzt bleiben. Ich sehe schon, bei dem Auto kann ich ganz klar sagen, ist wenig Low Budget drin verbaut, weil zum Beispiel, wenn ich allein auf das Fahrwerk, auf die Dome gucke, hier oben haben wir unsere Fahrwerke. Hier können wir unseren Sturz einstellen. Beim 1er Golf ist das zwar auch unten. Ich glaube, beim 1er Golf haben wir unten die Sturz-Einstellschrauben. Ja. Genau, aber so kannst du nochmal also das Fahrwerk wirklich perfekt einstellen. Und ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall alles nicht günstig für so ein Auto. Ist aber vom Fahren her qualitativ. Gerade der Motor mit dem Lader, 265 PS in dem Golf 1. Was wiegt der? 800. Rest brauche ich euch nicht erzählen, das ist auf jeden Fall schnell. Und ein G-Lader, habt ihr ja gemerkt, gegenüber einem Turbo. Ansprechverhalten, wenn der gute Mann bei 2500 Umdrehungen einfach ruckartig die Drosselklappe aufmacht, dann drehen hier auf jeden Fall die Räder durch, weil wir haben hier Straßenreifen. Aber wenn er im vierten Gang mal Gas gibt, geht das auf jeden Fall mächtig vorwärts. Was fährst du an Ladedrücke hier? 0,9. Genau, wir fahren gar nicht so extrem hohen Druck, aber dadurch, dass der Lader in sich größer ist, haben wir mehr Luftmasse, genau. Und somit macht das Ding auch richtig qua Motor, sonst Serie oder? Nein, komplett bearbeitet. 2 Liter bearbeitet von A bis Z. Also ist auch gar kein 1,8er, ist also 2 Liter. Dann Nockenwelle geändert, gehe ich von aus. Nockenwelle, ne? Geändert, andere Pleuel, andere Kolben, Schmiedekolben drin. Also das volle Programm. Das Ding ist wirklich die volle Lotte. Ja. Das ist das Größte, was ich aus dem 8-Ventiler rausmachen kann. Wir haben 2 Liter Unterbau, wir haben eine Nockenwelle geändert, wir haben den Kopf gemacht, Kopfbearbeitung, wird wahrscheinlich alles gemacht worden sein. Ja. Ich sage ja, der nächste Schritt, um noch mehr Leistung zu generieren, wäre nur noch 16V-Umbau. Also quasi 16V. G60 gibt es ja auch. Mhm. Gab es, glaube ich, serienmäßig im Motorsport. Gab es, also das nannte sich dann so, wurde es mir mal gesagt, im Golf 2 als VW Motorsport. Richtig. Verkauft. 16V G60. Das sind die Sachen, die ich aus Erzählung kannte und gebe sie so weiter. Aber ich werde gerade bestätigt, also passt das. Aber so ein Auto, Golf 1, in dem Zustand, du würdest für Geld nicht verkaufen, gehe ich von aus. Nicht für Geld und gute Worte. Ist vorbei. Der bleibt jetzt bei mir. Leute, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. So kurz vor Schluss, alles ist chillig, allen ruhig, mein Sonnenbrand brennt, alles cool. Da sehe ich hier draußen einen Urquattro stehen. Dann denke ich, boah, geil, weißer Urquattro. Dann sehe ich schon, dachte ich mir so, letzte Serie, das erkennt man, vielleicht ein 20-Ventiler. Der Besitzer kommt und ich frage, hey, Walter Röhr, Unterschrift. Dann sagt er, ja, fahr mal sein Auto. Jetzt bin ich sprachlos. Und ab jetzt
seid ihr im Gespräch und jetzt darfst du weiterreden. Jetzt darf ich weiterreden, alles klar. Ja, und wir haben das Auto von Walter privat gekriegt, weil er damals noch die Einstellung hatte, dass er sagt, wenn ein Auto nicht mehr fährt, gibt dann ab. Seitdem ist er bei uns in der Obhut so gesehen, ne? Für mich ist das wirklich unfassbar, weil das einer meiner Traumautos ist, also ein Sportquarto. Urquarto wird dazugehören. Wichtig wäre mir halt 20 Ventiler. Ist es. Das ist ein 20 Ventiler. Hast du direkt gesehen, weil Profi? Und, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das ist doch, allein die Vorgeschichte, die du dabei erzählst, ich glaube, ja, mehr geht nicht. Also du mehr besitzt, geht mehr geht du besitzt das, was... Also, ich bin selten neidisch, aber jetzt bin ich brutal jetzt neidisch. Jetzt habe ich ein Gewissen, jetzt habe ich ein ganz schlechtes ich Gewissen. Ich bin, also es gibt nichts, wo ich dich mehr drum beneiden würde, als um dieses Auto und Besitz dieses Auto. Also. Und es ist ein 20 Ventiler. Machst du mal einmal die Haube auf? Ja, klar. 20 Ventiler, Zustand, die Vorgeschichte, geht nicht geiler, ne? Ne, es geht wirklich nicht geiler. Hat 86, 55 runter oder sowas. Also, sieht schon gut aus. Boah! Aber das tut ja von Marco nicht so. Geil. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Unfallfrei wahrscheinlich alles. Ja, ne? Nichts groß nachlackiert. Ne? Was hat der gelaufen? Wenn ich so sehe, Zahn, ich wurde 2011 bei 38. Nee, was? 86. Der 86. Also, wir müssen Zahn wieder machen. Also, er hat keine 100.000 gelaufen. Nee. Bist du nicht so ein italienischer Fan von so einem Lancia oder so? Boah! Ich würde meinen Lancia Delta Integrale niemals abgeben. Außer, wenn ein Kummel entstehen würde mit sowas. Aber es muss eine 20 vorne stehen. Und dann, aber allein die Geschichte hinter dem Auto, der ideelle Wert. Boah, ich komme gar nicht klar, ich merke es gerade. Also, das ist, wie gesagt, ein Sportquarto, habe ich ja gesagt, wäre ein Traumauto. Also, es ist einfach zu weit weg, ein Sportquarto, weil eine 500.000 Euro. Woher nehmen? Das, so wie es hier steht, kommt der Sache wahrscheinlich vom Preis her, würde ich sagen, ideell für einen fast nach. Hier hast du ein Urquarto. Und ein Urquarto gibt es, glaube ich, nichts, um mich ganz vorsichtig aufs Fenster zu lehnen. Unter 20.000 oder unter 16.000 gibt es kein Urquarto. Haben wir einen 10-Ventiler, teilweise holländische Autos und. Einen guten 10-Ventiler-Turbo in einem perfekten History und sind wir schnell bei 30.000 bis 50.000 Euro. 10-Ventiler-Turbo. Hier haben wir einen 20-Ventiler-Turbo. Ich glaube, man kann die Zahlen nicht beziffern. Ich glaube, es ist ein ideeller Wert. Wenn der gute Herr jetzt sagt 100 und ich hätte die 100, würde ich sie geben. Würde er 200 sagen, ich würde sie auch geben, wenn ich sie hätte. Für 300.000 würde ich sie auch geben, wenn ich sie hätte. Da ich sie nicht habe und er eine ähnliche ergibt, geht eh nicht. Von daher kann ich jetzt einfach sowas sagen. Die Felgen werksmäßig weiß gewesen? Kann ich dir nicht genau sagen. Weiß ich nicht. Also da bin ich bin Audi-technisch nicht der Profi. Ich kenne die Autos mit silbernen Felgen und mit weißen. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, klar. Nee, reinsetzen will ich nicht. Ohne Scheiß. Also das ist wirklich, das ist ein Jahreswagenzustand, ähnelt der einem Neuwagenzustand, sag ich mal. Also dieses Auto hat schon auch hochwertige Komponenten, wenn man sieht, seitlich schon mit Teppich, mit Leder bezogen, die Mittelkonsole. Michael, sag mal ganz ehrlich, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Ja, was ich du fühle? Erzählst mir jeden Tag gefühlt davon. Boah, wahnsinniger Zustand, Wahnsinn. Hat aber auch noch nie Schnee oder so gesehen, das Auto, ne? Also wirklich, wenn er auf der Bühne steht, sieht er von unten genauso aus. Lass mich einmal ins Bein setzen. Ja. Ich will mich da mal reinsetzen. Krass. Also Wahnsinn, Lenkrad unberührt, ganz original noch. Aber die haben damals schon wirklich geile Details gehabt, ne, wenn du guckst. Also es ist wirklich ein absolut voll hochwertiges Auto. Guck mal, Klimaanlage. Bordcomputer. Und die Liegefitze ist rot, wie gesagt. Ne? Guck mal. Boah, Junge. Ein Brett, ne? Aber könnte auch mein Auto sein. Wisst ihr warum? Tank leer. Tank ist leer. Hat aber einen Grund, weil der Sprit jetzt natürlich ein halbes Jahr alt ist. Ich will den jetzt runterfahren, dann einmal neu tanken. Wahnsinnig. Allein der Schlüsselanhänger. Originale Schlüssel. Oh, guck mal, der Schlüssel noch sieht richtig gut aus. Mein allergrößten Respekt und Ehre vor diesem Auto. Also du fährst mit meinem Traum. Jetzt machst du mir ein sehr schlechtes Gefühl. Nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich, du hast mir eine sehr große Freude gemacht, dass du mit dem Auto vorbeigekommen bist. Der Traum ist nicht zum Greifen nah. Ich greife und ich weiß, es ist ja möglich. Aber das wäre wirklich mein Traum. Also das ist, wie gesagt, ein Sportquarto, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, nee, das ist eine ganz andere Welt. Aber ein Urquarto als 20V, ich sehe, es ist greifbar. Die Vorgeschichte ist natürlich ungreifbar, aber so ein Auto ist immer irgendwas. Das ist schon toll, ne? Wahnsinn. Das gab's auch noch.
So, lass uns hier raus, sonst verlieb ich mich. Oh, krass. Richtig krass. So, nun ist, kann ich das sagen, dein Vater gekommen? Der Zustand ist überragend, so wie ich es schon gesagt habe. Ich bin immer noch sprachlos, obwohl mittlerweile fast 2 Stunden vergangen sind und ich immer noch glücklich bin. Ich weiß nicht, vielleicht magst du irgendwas über das Auto. Ich habe ja, wir haben schon viel erzählt, aber wozu... Darf ich sagen? Ja, klar. Wozu, wie du an dieses Auto nochmal geraten bist und welche Bindung du vielleicht zu dem Auto hast? Die Geschichte war, wir haben uns für einen Delta Integrale interessiert und Walter und ich, wir haben uns getroffen am Nürburgring, das machen wir schon seit Jahren. Und dann haben wir ihm das vorgetragen, sollte ein Allradauto sein und dann hat uns Walter indirekt davon abgeraten, weil er meinte, dass der Quattro für uns das bessere Auto wäre. Da wussten wir aber noch nicht, dass er seinen verkaufen wollte. Und dann hat er gesagt, sucht euch mal einen. Und dann hat er mich 4 Wochen später angerufen und hat gesagt, du, sagst, ich habe keinen Platz mehr für den Quattro, magst du ihn haben? Dann habe ich gesagt, klar will ich das Auto haben. Ja, wie machen wir das denn? Dann sind wir runtergefahren, die Straßen waren trocken und haben das Auto per Achse von St. Engel mal abgeholt. Und der Walter hat mir einen sehr, sehr fairen Preis für das Auto gemacht. Wir haben den schon, wie lange jetzt? 12 Jahre? Seit 2005. 14 schon. 14 Jahre. Und heute tut's ihm leid und sagt er, der Verrückte aus dem Münsterland, der hat mir damals das Auto abgeluchst. Und er möchte gerne sowas wieder haben, er findet es nicht wieder. Ich hatte ihm aber auch damals gesagt, wenn wir mal daran denken, das Auto abzugeben, bist du der Erste, der darüber informiert wird. Das haben wir auch damals so abgemacht. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, spricht er mich, hast du das Auto noch? Ich sag, klar, ist immer noch da. Ne? Aber ihr würdet es niemals abgeben, ne? Nein. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Hab ich ja schon gesagt, aber allergrößten Respekt, was ihr da habt und mega geil. Aber ich freue mich, dass wir es jetzt mal zeigen dürfen und jetzt können wir das Auto mal im Detail. Im Detail zeigen, mit Motor, mit allem. Also Micha, jetzt bist du dran. Evans. Let's get it.